Okay. Dann holen wir uns mal ganz kurz das hier alles. Und let's go. Diese Hand ist super praktisch. Ich finde, jeder sollte so eine Hand haben. So eine Hand, die einem einfach alles öffnet. Hey, da. Oh je. Ein frecher Turm, ich verstehe schon. Oh, verdammt. Zuerst muss das hier deaktiviert werden. Und dann kann es weitergehen. So, gibt es hier noch zufälligerweise tolle Dinge. Oh, ich dachte, das Leuchten wäre irgendwas Munitionsmäßiges, aber es war nur ein Leuchten. Okay, wir können da nach oben und sehr lange laufen, aber okay. Ja, aber da muss ich ganz kurz. Ach, das wird wehtun, oder? Ja. Ich will zuerst in den Raum da hinten, weil ich habe so das Gefühl, das ist dann das Optionale. Oder nicht? Good evening from the high desert. This is our show. Well, it's been one hell of a night, folks. And still, my guest is a psychic researcher from Normal State University in Normal, Texas. And she's going to discuss her own theory of what's going on. But for the first hour, we're going to open up the phone lines for your calls. If you have something on your mind, or if you've seen something strange that you want to share, give us a call. With that, let's open the lines. Caller, you're on the air with Art Bell. Hey, Art. Who's this? Oh, it's Taina from Finland. Finland. Ah, what a beautiful part of the world, to be sure. Welcome, Tanya. What's on your mind? Well, I'm a bit of a psychic, and I have this dream. Okay, Tanya, have you had any dreams lately? Oh, yes. I keep having this vivid dream where I see a man and some sort of bird, and they're searching for something. What do you think it means, Tanya? Well, it's strange, because it's so vivid. They're inside of something, like a spaceship. And only it's alive. And it's trying to kill them. You said there was a bird. What kind of bird? Yeah, it's a hawk or a falcon. I think a hawk. Anyway, it's so real. There was a particular collar you had on earlier that got me thinking about it. Which one? The one who called himself the Keeper? You mean that prank call? Yes. Oh, I mean, no. I don't think it was a prank because in my dream, I saw this keeper. How did you know he was the keeper from the call? Because he called himself the keeper and he had the same voice. So, what did the keeper look like? Well, he's not a man. He's not a man, so then what is he? Well, I think he was an alien. I saw him very clearly. What did he look like? Describe him. He had this enormous brain and strange legs, and he sort of floated around. Hang on, Tina. I have to take a break. We'll be back at the bottom of the hour with more open lines. And then our special guest, psychic researcher Greta Caldwell of Normal State University in Normal, Texas. Hatte der Wächter da mal angerufen und ich hab's irgendwie nie vercheckt, oder? Naja, jetzt können wir auf jeden Fall. Aha. Optionaler Raum. Spawnt optionale Gegner. Eigentlich auch ganz okay. Naja. Okay.
Okay, das könnte jetzt... Das stelle ich mich eigentlich so an. Ich habe gerade schon so überlegt, Mann, das könnte jetzt richtig kompliziert werden, aber nein. Es geht immer genauso wie immer. Nichts anderes. Die armen Dinger. Diese armen Dinger. So, nimm das. Werden wir da dann wohl hin müssen oder was? Aha. Dir ist bewusst, dass das, glaube ich, nicht so eine gute Idee war, was du da gerade gemacht hast. Naja. Hui. Warte, was? Okay. Was passiert denn hier jetzt auf einmal? Okay. Das sieht aus, als müsste ich ja reinspringen. Okay. Ab in den Würfel. Ja, das frage ich mich auch. Ja, gut. So, jetzt müsste ich da eigentlich nur noch hin, oder? Durchschießen kann ich nicht, oder? Nee, das ist nicht möglich. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das überhaupt? Ist wohl die Frage. Durchschießen kann ich nicht. Hä? Und so irgendwie? Nee. Ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen überfragt hier gerade. So ein wenig. Weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich hier machen soll, weil ich kann ja nicht rausschießen, so ich kann das nicht treffen, weil da die Kraftfelder im Weg sind. Hier deaktiviere ich die also. Irgendwas damit doch bestimmt. Aber damit kann ich auch nichts machen. Damit komme ich auch nicht durch das Ding. Nee, ich kann auch nicht durchschießen oder so. Hä? Jetzt muss ich mal ganz kurz die Laufbahn von den Dingern hier beobachten. Verändere ich die, wenn ich hier anders hin? Nee, die bleiben immer gleich. Das bewegt sich immer da lang.
Ich bin gerade fett überfragt, was wir hier machen sollen, was das Spiel von mir verlangt. Es ist fast so, als müsste ich den Würfel hier... Ach klar, natürlich. Jetzt, klar. Klaro, klaro, klaro. Ja, ja, ja. Hat ein bisschen gebraucht, aber... Aber Hauptsache, es funktioniert oder so. Okay, das sollte funktionieren. Jetzt raus aus diesem Todeswürfel. Okay. In der Waffe ist viel drin. Ich sollte sie verwenden. Okay. Ich behalte euch im Auge, ihr komischen Vorrichtungen. Besser ist es. Zu deiner eigenen Sicherheit. Und eurem eigenen Wohl. Ja, da waren wir ja schon mehr oder weniger. Ich bin mir immer so unsicher, wo jetzt der richtige Weg ist, aber das sieht nach dem Optionalen aus. Was ist das denn? Gravitationslift offline. Ihr Gemeinen, ihr Gemeinen. Ach, das ist der Anfang, oder? Also der Anfang dieses Levels. Mal schauen, mal schauen. Ja, und jetzt haben wir hier was aktiviert. Nice. Hui. Oh Gott. Ganz einfach. Noch jemand da? Ja, komm. Trau dich doch. Ja, du haust ab, oder? Dachte ich's mir doch. Sie hauen immer ab. Immer hauen sie ab. Weil sie Angsthasen sind. Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Nix. Nichts Gescheites auf jeden Fall. Okay. Ich hau ab. Let's go. Was aktiviere ich denn hier Schönes? Eine Brücke. Oh, okay. Ich verstehe schon. Ui. Eine merkwürdige Brücke. Eine wirklich merkwürdige Brücke. Ist hier wieder so ein Würfelrätsel. Okay. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Wir müssen jetzt quasi... Warte, was?
Nee, nee. Wir sind immer noch auf der Seite. Naja, ich verstehe schon. Wir müssen das Ding einfach dahin drücken. Na. So. Und als nächstes. Na, du bleibst schön da. Und als nächstes müssen wir den noch auf die andere Seite kriegen. Und dann können wir da drauf springen und drauf springen und dann kommen wir auch rüber, kein Problem, easy. Es wird reichen, den hier auf die Seite zu bringen. Ab dem Zeitpunkt kann ich die hier hinschieben. Alles kein Ding, alles easy. Das sieht cool aus irgendwie, der Raum. Ein bisschen was von Alien. Okay. Ach lol. Nice, nice. Wie sie die ganze Zeit abhauen. Wie sie die ganze Zeit abhauen. Jetzt trenn doch nicht. Ja, ich glaube irgendwie, dass es besser ist, die. Oh, verdammt. Die mit Splash Damage wegzumachen. Fuck. Blöderweise habe ich mich mit Splash Damage weggemacht. Bei dem Versuch. Können wir das auch machen, Freundchen. Was gibt's denn hier noch Schönes drin? Okay, okay, okay. Das ist praktisch. So, nimm dies. Ja, der Tötungsmodus ist wieder aktiviert. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Hier haben wir wieder so ein Ding. Jetzt spielen wir sozusagen Bowling. Let's go! Ah, die verhungert. Die Kugel verhungert. Dann gucken wir doch mal. Das hier ist doch ganz praktisch und nett. Was passiert hier? Wieso werden die mit Felsen bombardiert? Ich bin's jedenfalls nicht, der das macht.
glaube, da muss ich auch noch gar nicht hin, oder? Weil, wieso komme ich denn sonst zurück? Jetzt sollte ich hier auf jeden Fall nicht runterfallen. Ich glaube, das wäre ungesund. Eine Sache will ich aber ganz kurz auch anschauen. Und zwar war doch da hinten auch noch... ja, genau. Ich glaube, da muss ich irgendwie hin, oder? Ist jetzt zumindest, was ich mal vermuten würde. Heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwie... Aha, okay. Muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie nochmal was ändern kann. Ach, never mind. Hier muss ich einfach nur gucken, dass ich nicht von den Felsen erwischt werde. Okay, ganz raus darf ich nicht. Ja, blöd, ne? Ein Duell also. Ich meine, ich finde es ja nett, dass sie es versuchen.